Hey, wunderschönen guten Morgen, Thomas Hinze hier. Montagmorgen, 8.30 Uhr. Ich hoffe, dir geht's fantastisch. Ich hoffe, du startest mit voller Power, mit voller Energie, mit innerlichen Schaffenskraft in die neue Woche. So geht's ja ganz vielen Menschen, aber es geht natürlich auch ganz vielen Menschen nicht so. Ja, viele Menschen haben Sonntagabend schon Bauchschmerzen, ja, weil sie Montag wieder zur Arbeit müssen, ja, weil ja, dieses Hamsterrad sich wieder anfängt zu drehen, der Alltag wieder da ist und viele Menschen sind halt einfach nicht zufrieden, ja, sind nicht erfüllt in ihrer Tätigkeit, in ihrem Job. Das hat natürlich mehrere Faktoren und ich mache jetzt gerade dieses Video oder diese Audio hier, weil ich gestern mit jemandem telefoniert habe, ja, und das hat mich noch so den ganzen Abend irgendwie beschäftigt. Also hab da einfach auch ein bisschen drüber nachgedacht. 60 Jahre alt, ein guter Typ, ja, wirklich ein guter Typ. Macht Spaß, mit ihm zu sprechen, ja, das ist motivierend, ja, und auch einfach auch positiv gestimmt insgesamt. Aber er hat natürlich diese Situation, er ist in seinem Job gefangen, ja, zeitlich, auch von der Energie her, ja, ist er da voll eingespannt, ja. Ausgelastet, wenn nicht sogar auch überlastet. Er hat auch so ein bisschen durchblicken lassen, dass er tatsächlich hier und da wirklich auch Bauchschmerzen hat, zur Arbeit zu gehen, aus ja, gewissen Gründen. Und ja, es ist eine schwierige Situation, 60 Jahre, ja. Und er ist jetzt gerade so in der Phase, wo er erkennt, er muss jetzt was verändern, er muss da raus. Ja, weil zudem kommt natürlich, wenn er jetzt nichts verändert, in 3, 4, 5, 6 Jahren ist diese Tätigkeit vorbei. Und ja, dann kann er sich ausrechnen, was dort am Ende unterm Strich übrig bleibt als Rente. Und das ist natürlich halt auch nicht motivierend, nicht zufriedenstellend. Und deshalb ist er jetzt einfach aus in dieser Umbruchsphase, dass er jetzt mit dem Rücken zur Wand steht und sagt, er muss jetzt, ja, er muss jetzt Entscheidungen treffen, er muss jetzt sich halt einfach ja eine neue Perspektive einfach schaffen. Ja, im Prinzip, also ich glaube, du brauchst zwei Dinge. Ja, du brauchst zum einen brauchst du halt diesen innerlichen Drive. Ja, du musst hungrig sein. Dir muss es halt wirklich bis Oberkante Unterlippe stehen, dass du sagst, okay, ich muss jetzt hier was verändern. Ja, das muss halt wehtun und ja, du musst womöglich auch einfach so ein bisschen unter Druck stehen, dass du diese Entscheidung jetzt einfach triffst und dann halt Action machst. Ja, und zum Zweiten brauchst du einfach eine gute Möglichkeit, ja, um das einfach für dich in die Realität umsetzen zu können. Man muss einfach sagen, es gibt viele gute Möglichkeiten da draußen. Ja, also habe halt auch schon einige Erfahrungen gesammelt in diesem Bereich, sich online was aufbauen, ein Einkommen aufbauen, eine neue Perspektive schaffen. Und es gibt viele gute Möglichkeiten. Wenn du erfahren möchtest, was ich mache, vor allen Dingen auch wie ich es mache, ja, weil das ist ja auch immer entscheidend, wie man das für sich umsetzen kann. Dann findest du hier unterhalb des Videos weitere Informationen in irgendeiner Art und Weise, Text, vielleicht einen Link, ja. Du kannst mich auch gerne persönlich kontaktieren. Unterhalb des Videos findest du meine Kontaktdaten oder die dritte Option. Du kontaktierst die Person, die dir dieses Video, diese Audio geschickt hat und forderst über diese Person einfach ein paar Informationen an und dann schaust du dir das einfach mal unverbindlich an. Du lässt die Informationen wirken, ja, du merkst dann auch einfach, ob der Funke überspringt, ja, ob du da Potenzial für dich siehst, ob du dir das vorstellen kannst, ja, diesen Weg zu gehen, dir damit eine neue Perspektive zu schaffen und dann kannst du halt einfach für dich eine Entscheidung treffen. Viele nutzen das, ja, bauen sich darüber einfach ein weiteres Einkommen, Nebeneinkommen auf, damit fängt es an. Und für die meisten oder für einige Leute, die dann diesen ersten Step gemacht haben, Nebeneinkommen sich damit aufgebaut haben, entwickelt sich das ganz automatisch, dass daraus halt auch mehr werden kann und halt einfach eine neue Perspektive entstehen kann. Das war's von mir. Wie gesagt, hier unterhalb des Videos findest du weitere Informationen oder kontaktiere die Person, die dir diese Informationen hier geschickt hat. Freue mich von dir zu hören. Ja, schönen Tag, guten Start in die Woche. Wir sehen uns. Ciao, ciao.